Phase 2. Herstellung der Hammamdecke. Für den einwandfreien Betrieb des Hammam muss eine spezifische Decke gebaut werden. Diese kann entweder abgeschrägt oder gewölbt ausgebildet sein. Dank dieser Lösungen läuft der kondensierte Dampf von den Wänden auf den Fußboden ab. Eine flache Decke begünstigt dagegen die Bildung von Wassertropfen, die einen unangenehmen Regeneffekt erzeugen. Die ideale Neigung beträgt etwa 10-15%. Die abgeschrägte Decke kann sowohl aus Mauerwerk als auch aus Gipskarton bestehen.